Willkommen zurück bei Slay the Spire. Ich habe den neuen Charakter freigespielt. Man muss nicht gewinnen, sondern einfach nur mit dem Silent spielen. Einen Run lang. Und der neue Charakter heißt The Defect. A combat automaton which became self-aware. Ancient technology allows the manipulation of orbs. Cracked core at the start of each combat, channel one lightning und 5 unlocks remaining. Also im Endeffekt ein Roboter mit Bewusstsein und er hat irgendwie altertümliche Technologie. Und Channel One Lightning, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Er sieht auf jeden Fall cool aus. Ich werde auch diese Folge als Special posten, also ohne irgendwelche Playlists oder sonst was erstmal. Schauen wir mal. So, wo fangen wir denn an? Normalerweise gehe ich auf Elitejagd, aber das mache ich eher bei den Dailies. Jetzt schauen wir erstmal, was überhaupt. Ah ja, okay. Die Karten sehen richtig cool aus. Die sind natürlich noch Work in Progress, wie man sieht. Die sind auch nicht ganz so polished. Aber das ist schon mal richtig, richtig cool. Ah, okay. Zap. Evoke your next orb 2 times. Da muss ich erstmal noch überlegen. Machen wir einfach mal. Ah, okay. Das ist cool. Und da brauchen wir auf jeden Fall Defense. Ah, dann sind das mehr. Okay. Das ist mal eine ziemlich coole Idee. Channel 1 Random Orb. Gain 1 Orb Slot. Deal for Damage for each Channeled Orb. Ich nehme mal den Capacitor mit. Das wird jetzt auch ein bisschen länger dauern, das weiß ich jetzt schon. Töten können wir keinen. Blocken wir lieber. Und hauen 8 raus. Das ist cool, der wird auf jeden Fall Schaden machen. Und wir können da natürlich mehrere holen. Ah, da hätte ich das Defend Plus spielen sollen. Beam Cell. Buffer Beta. Prevent the next time you would lose HP. Oha. Okay, ich nehme aber mal die Beam Cell, weil sie kostenfrei ist. Chill. Channel 1 Frost for each enemy in combat. Nein, das wäre auch gut gewesen, egal. So. Upgrade. 2 Orb Slots. Innate. 4 Damage und 2 verwundbar. Der hat gar nicht viele Karten. Oder der Rest ist schon upgraded. Ich nehme mal das Chill als Innate rein. Das wird denen jetzt wahrscheinlich nichts ausmachen. Ah, da kriege ich Block dafür. Dann bereiten wir es mal vor mit ein paar Orb-Slots. Die negieren das zwar, aber versuchen kann man es mal. Ist der Fast Mode an? Ja.
Kommt mir so langsam vor. Oh ja, ist klar. Das ist echt cool. Auch vor allem, weil wir hier noch Block kriegen. Und weil wir Schaden machen, ohne dass wir was machen müssen. Dann channeln wir nochmal einen Lightning und jetzt müsste er tot sein. Bag of Marbles ist sehr gut. Use the passive effect of all your channeled orbs. Gain 4 Focus. Puh, ich nehme mal Focus. Das ist eine Power. Keine Ahnung, was wir da zusammenspielen, wenn wir die Karten noch nicht kennt. Noch ein Lightning und... Ja, gibt genug Block. Ich vermute mal, das kann man auch unendlich weit ausbauen. Hoffe ich doch. Storm, whenever you play a power channel 1 lightning. Gash cards you too. Blaster. Gibt dann mehr Energie für jeden gechannelten Orb. Ich würde mal Storm nehmen. Bin noch ein bisschen skeptisch. Aber im Endeffekt brauchen wir ja einfach nur blocken. Den Rest erledigt das Lightning für uns. Cool-headed, Channel 1 Frost War 1 Card, FTL. Faster than light. Deal 5 damage if you have played less and draw 1 card. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, es kommt kein Feuer mehr. Das heißt, der Run wird wahrscheinlich doch nicht so lang. Weil Heilung ist ja nicht drin. Und einen haben wir schon. Okay, das gibt gut Block. Die Frage ist, was uns ein Fokus bringt. Increase the effect of channeled orbs. Ah! Ja, jetzt habe ich es verstanden. Der ist schon mal weg. Jetzt gibt es nur noch 5. Das ist definitiv eher taktisch. Steam Power. Ne, Burn brauchen wir nicht. Use the Fan of Audio. Ich würde mal Barrage mitnehmen. Das Golden Idol bringt mir hier nichts, weil dann bin ich wahrscheinlich tot.
Ist das auch ein Orb? Nee, das ist ein Frost. Doch, es zählt auch. Okay. Block haben wir genug. Gibt auf jeden Fall einiges an Block. Noch einen Lightning. Viel spielen ist jetzt gerade nicht mit den ganzen Daces. Aber den haben wir. Kunai. Lieb. 9 Block. 1 Dark. Was ist Dark? Increase damage every turn. With the least HP. If you have 0 Block, gain 11 Block. Ich nehme mal die Blockkarte. Ausruhen. Okay, die Verwundbarkeit macht wohl nichts. Bleibt der Block oder? Ah ne, der fällt wieder weg. Okay. Karten und er ist tot. Ancient Potion brauchen wir erstmal nicht. Glacier, gain 9 Block, channel to Frost. Ich nehme mal die 9 Block mit. Mal gucken, ob wir den ersten Bosskampf überhaupt überstehen. Dexterity und so weiter funktioniert hier auch. Ah, die gilt also immer nur pro Zug. Mit diesem Zero Block und 11 Block. Dafür haben wir zu wenig, aber. Die passive. Der passive Angriff ist ganz gut. Das rotiert dann durch wahrscheinlich. Ah, ich hätte das letzte Defend noch spielen sollen. Das heißt, da muss man auch entgegenwirken mit Fokus wahrscheinlich.
Die Burns werden uns wahrscheinlich umbringen. Ich komme jetzt erst auf die Idee, die Healing Potion zu nehmen. Oh mein Gott. Das reicht nicht. Holy moly. Da setze ich gleich noch einen Run hinten dran, weil das waren jetzt gerade mal 15 Minuten. Ups. Das ist definitiv ein cooler Charakter, aber man muss den auch erst lernen. Nehmen wir mal 100 Gold und gehen gleich zum Shop. Das Dualcast muss man sich, glaube ich, immer gut aufheben. Der hat jetzt nicht gezählt, wahrscheinlich, weil ich keinen Slot frei habe. Der hier ist wahrscheinlich nicht freigeschalten, oder? Doch. Jetzt. Okay. Go for the Eyes. Das ist gar nicht mal schlecht. Ah ne, man verliert Strength. Ball Lightning. Ich nehme mal Go for the Eyes. Toll, jetzt haben wir hier schon einen Shop. Gash. Nehmen wir mal mit. Hat er auch eine Gash? Nein, hat er nicht. Nehmen wir einen Leap mit. Wenn er nicht angreift, dann gibt es keinen Weak. Okay. Cool-Headed. Nehme ich mal mit. Ich umlaufe die Elite jetzt mal. Machen wir mal ein Zap Plus. Einfach nur, weil es nichts kostet. Das war jetzt Glück. Force Field. Für jede Powerkarte. Go for the Ice. Finde ich gar nicht mal so übel. Ich würde es nochmal mit einem Elite probieren. Das ist echt nicht schlecht. Skim, drei Karten ziehen. Blizzard, equal to twice the frost channel discounted to all enemies. Nehmen wir mal mit. Laterne. Das ist doch doof. So. Ach, das geht immer so durch. Okay. Zwei Block, Wahnsinn. Ist
sind nur 4. Deswegen nehme ich nur die normalen Strikes. Ich glaube, Frost ist hier besser. Man verliert auf jeden Fall nicht unerheblich Lebenspunkte am Anfang. Cold Snap. 6 Damage, 1 Frost. Ich würde mal Barrage nehmen. Gratis Zeug rausspielen. Das klappt schon ein bisschen besser. Heat sinks. Whenever you play a power card, draw one card. Ich würde mal Ball Lightning mitnehmen. Der Kugelblitz. Pennip. Ist einer schon mal raus. Das ist eine gute Crowd Control, die Lightnings. One Damage, Wahnsinn. Nehmen wir noch mal einen mit. Bisschen Block kann ich schaden. Pennip ist wieder aktiv. Klappt. Steam Power Stack. Game Block equal to the number of cards in your discard pile. Hey, ich mag diesen Ball Lightning. Wir gehen gleich volle Kanne drauf. Noch ein Lightning, das ist gut. Ganz knapp nicht, ja doch, hat gereicht, um ihn zu splitten. Ich glaube, mit 3 Lightnings ist es besser. Das ist dann ein bisschen... bisschen aggressiver. Zweimal 5 kriegen wir hin. Es lief ein bisschen besser. So, Seek. Choose 2 cards from your draw pile and place them into your hand. Multicast. Evoke your next orb x times. Prime. Whenever you channel an orb, draw 1 card. Ich würde mal Seek nehmen. Okay, oh, Nuclear Battery. At the start of each combat channel 1 Plasma.
ich nehme es einfach, weil es gehört zu der Klasse wohl dazu. Also nehme ich das auf jeden Fall mit rein. Gold haben wir auch ein bisschen. Kommt da irgendwo ein Shop? Hier kommt ein Shop. Okay. Ah, Plasma gibt uns Energie. Das ist sehr gut. Pennip ist wieder aktiv. Noch ein Lightning. Einer ist schon tot. Den haben wir leider nicht. Interrupted. Ah, einer ist tot. Dann Rauch. Sehr gut. So, Steam Power. Barrage Plus. Ach, wir spielen einfach alles. Dann ist Pendip aktiv. Ich hätte lieber einen Lightning. Ah. Und? Okay, jetzt ist die Energie wieder weg. Aber er ist sowieso tot. Das ist nicht schlecht. Skim, 4 Karten. Sweeping Beam. 8 Schaden an alle und eine Karte ziehen. Das ist nicht schlecht. Nein, will ich auch hier nicht. Auf jeden Fall Sweeping Beam. Und Zap. Pennip ist auch wieder aktiv. So, dann ist zumindest der Heiler schon mal weg. Funktioniert. Impulse. Use the passive effect of all your channeled orbs. White noise at a random power. Auf jeden Fall. Könnte man die Regen Potion benutzen. Ein bisschen blocken schadet auch nicht. Uns da gerade so ein bisschen durch. Wie das halt so ist, wenn man die Karten nicht kennt. Ah, wir ziehen jetzt immer eine Karte mehr am Anfang unseres Zuges. Das kann gut sein. Ein Lightning ist mir lieber. Als ein Frost. Kriegen wir jetzt auf jeden Fall eine rein. Aber hat trotzdem geklappt. X-Kick. Deal 6 Damage, evoke your next orb.
Tempest. Channel X plus 1 Lightning. Versuchen wir mal. Nochmal ausruhen. Ich will das Gold nicht verlieren, das brauche ich. Nee, Frost will ich keinen. Wer macht mehr Schaden? Drei Block, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich da zusammengespielt habe, aber es hat funktioniert. Ich nehme ein FTL Plus mit. Nochmal ausruhen. Jetzt sind wir zumindest wieder weiter oben. Dreamcatcher, den hätte ich viel früher brauchen können. Will immer noch zum Shop. Ich versuche das einfach mal. Okay, das ist cool. Energie bleibt sogar noch übrig. Heatsinks, ja, hauen wir raus. Wir brauchen mehr Slots. Die Power fehlt noch. Na, ein Defend kann ich schaden. Ah, immer wenn er gechannelt wird, greift er an, würde ich sagen. Ja. Jetzt habe ich das auch verstanden. Hat ein bisschen gedauert. Capacitor, definitiv. Den Elite lasse ich mal aus. So, ein weiterer Slot. Und noch ein weiterer Slot, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt müssen wir nur noch drei Stück hinkriegen. Mit einem Punkt hat er überlebt. Hier, hier. Hohoho. Ja, mehr Slots macht mehr Sinn. Ja, definitiv. Ah ja, man bekommt einen Block und wenn die immer wieder gespielt wird, wenn die gespielt wird, wird der Block bei durch 2 erhöht, permanent. Also dauerhaft, im Sinne von auch nach den Kämpfen, das wäre ultra krass. Mal gucken, ob wir überhaupt bis zum Shop kommen. Ah. Ah, gut, der Heiler ist tot. Ein weiterer Slot. Ganz gereicht. Kriegen wir mit dem normalen Strike aber hin. Fire Potion ist mir lieber als die Explosive Potion.
Reinforced Body, gain 7 Block X times. Das könnte uns den Hinter retten. So, jetzt. Die mumifizierte Hand. Nicht schlecht. Die nehme ich mit. Definitiv. Channel One a Random Orb. Einfach, um es auszuprobieren. Storm. So. Funktioniert mit der mumifizierten Hand, glaube ich, zusammen. Dazu müssten wir aber Powerkarten kriegen. Das ist schlecht, wir haben nur günstige Karten. Immerhin ist so alles gratis. Ja, dafür sind wir fast tot. Reicht nicht. Reicht nicht. Scheiße. Es hat doch gereicht. Das ist ja der Wahnsinn. Oh. All for one. Deal 12 damage put all cost. Zero cards from your discard pile into your hand. Das könnte ganz cool sein. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt gewinnen können. Flux Capacitor. Das könnte ganz cool sein, aber so viel Energie. Nehmen wir mal einen Fokus mit. Wir haben nur zwei. Haben wir drei. Ich spiele einfach mal alles, was wir haben. Nö, das war's schon wieder. Aber wir haben einen Unlock. Rebound. Deal 8 damage, place the next card you play this turn on top of your draw pile. Undo, set your HP to what it was last turn. Oh, das ist cool. Und Echo Form, da ist nicht mal irgendwas drin. Genauso wie bei Rebound. The first card you play each turn is played twice. Ja. Ich glaube, das ist als erster Einblick ganz cool gewesen. Hätte mich gewundert, wenn wir da jetzt natürlich gleich einen Win gefahren hätten. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, gerne auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.